Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht's heute darum, wie du mit dem Rauchen aufhörst. Das wird jetzt auch kein Blabla sein, von wegen, dass ich mir ein paar Sachen zusammengelesen habe. Ich habe, seitdem ich 19 bin, das erste Mal Shisha geraucht. Danach habe ich angefangen, mit Zigaretten zu rauchen, mit Joints und dann auch ohne. Und sehr, sehr viel geraucht, E-Zigaretten geraucht, alles Mögliche geraucht in meinem Leben. Und des Öfteren aufgehört mit dem Rauchen und gemerkt, fuck, ich bin eigentlich ein Typ, ich habe eine sehr, sehr gute Willenskraft. Aber wieso zum Fick kriege ich das nicht hin? Und dann habe ich angefangen, mir Systematik zu erarbeiten und alles ganz genau anzugucken, warum wird man süchtig, wie passiert das und wie bekämpfe ich das erfolgreich? Welche Strategie muss ich schaffen? Die will ich heute mit euch teilen und euch aber auch Hintergrundinformationen geben und euch erklären, wie ich zu dieser Information gelangt bin. In der Medizin ist der Goldstandard, also die beste Therapieform, ist heute eine Mischung aus kognitiver Verhaltenstherapie. Varenklinin ist quasi etwas, das die Aufnahme von Nikotin hemmt. Das heißt, wenn du das Medikament nimmst und dann rauchst, dann spürst du den Rausch von Nikotin nicht, beziehungsweise viel, viel weniger. Bupropion ist auch ein Medikament und auf der anderen Seite noch Nikotinersatztherapie, also Nikotingummis oder Pflaster und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr gute Therapie, aber deren Erfolgswahrscheinlichkeit über 12 Monate liegt bei 28-31% derzeit. Das ist nicht krass viel. Jetzt zuallererst einmal, das Allerwichtigste, was die Leute missverstehen am Zigarettenrauchen, ist, es ist keine Gewohnheit. Das haben Psychiater auch sehr, sehr lange missverstanden, denn Rauchen ist keine Gewohnheit, sondern Rauchen ist eine Erkrankung des Belohnungssystems. Eine Erkrankung des Belohnungssystems, die dazu führt, dass ihr immer weiter eure eigene Willenskraft aushebelt und die verliert mit der Zeit. Ich will nicht allzu technisch werden, aber ich erkläre euch mal kurz, was das Belohnungssystem in der Nutshell überhaupt ist und macht. Das Belohnungssystem könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Sensor, wie ein Sensor für Fortschritt, der euch belohnt mit Freude. Das heißt, ihr habt ein Ziel in eurem Kopf, das kann von relativ leichtem Verhalten gehen oder einem leichten Traum. Du hast Hunger, also hast du ein Bedürfnis, ist Hunger und dann hast du deinen Traum, du willst jetzt essen. Ne? Mal ganz klein gesprochen. Bis hin zu, da ist eine wunderschöne, tolle, intelligente Frau bei dir in der Klasse oder bei dir auf der Arbeit, in die du dich verliebst und du willst mit dieser Frau zusammenkommen. Ja, dann ist die Abfolge der Handlungen, die du vornehmen musst, damit sich vielleicht diese Frau auch in dich verliebt, gar nicht so offensichtlich und sehr, sehr viel komplexer. Und jedes Mal, wenn du ein Schrittchen näher kommst und siehst, das Bedürfnis, was du haben willst, kommt ein bisschen zurück, wird belohnt mit Freude über dein Belohnungssystem. Das heißt, es ist wie so ein Tracker. Ja, ihr habt eine Karte, das sind eure Träume und dein Belohnungssystem misst den Abstand zwischen soll und ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ein funktionales Belohnungssystem zu haben, weil du dir selber eine Zielstruktur vorgeben kannst und die dann befolgen kannst und belohnt wirst mit dem Fortschritt in Richtung dieses Ziels. Das Problem ist jetzt aber, dass Nikotin ein sogenannter supraphysiologischer Reiz ist. Das kann man sich so vorstellen. Nikotin ist so viel stärker und so viel leichter zu bekommen als all diese anderen Sachen, wieso ihr euer Belohnungssystem habt, sodass es dazu führt, dass dein Belohnungssystem erkrankt. Was passiert? Das Ding ist bei Nikotin folgenderweise: Der Zeitpunkt zwischen Konsum der Droge, also dem Ziehen einer Zigarette, und der Wirkungsentfaltung, also diesen geilen, tollen Gefühlen, wo du halt so eine Mischung hast aus Schärfe und Entspannung und Wachheit, so einer Konzentrationssteigerung, die kurz wirkt, die ist sehr, sehr schnell. Wenn du ziehst an der Zigarette, dauert es circa 8 Sekunden, bis das ganze Ding anflutet in deinem Hirn. Und jetzt, was passiert mit deinem Belohnungssystem? Das passt sich an, das gewöhnt sich an diesen supraphysiologischen Reiz. Es verliert Sensibilität auf verschiedene Belohnungsreize in deiner Umwelt. Wenn du jetzt davor durch harte Arbeit und Disziplin zur Freude gekommen bist und das dein Belohnungssystem, wie soll ich sagen, aufgeregt hat, also positiv, zu positiver Aufregung führt, dann denkst du irgendwann, wenn du länger rauchst, warum zum Fick soll ich mir diesen ganzen schweren Scheiß geben, wenn ich unmittelbar einen viel stärkeren Effekt haben kann? 8 Sekunden, also super verlässlich, nachdem ich an der Zigarette ziehe. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, hier passieren Umbauten in deinem Belohnungssystem. Also was passiert ist? Du hast sogenannte nikotinerge Acetylcholin-Rezeptoren und die sind dafür verantwortlich, dass es später zu einer Kaskade kommt von verschiedenen Reaktionen, die dazu führen, dass zum Beispiel Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Also ist Noradrenalin so ein bisschen für diese Wachheitszustände zuständig da beim Rauchen, dass du dann kurz diese Klarheit hast, super konzentriert bist und schneller denken kannst und so. Und auf der anderen Seite hast du das Dopamin, was dir dann quasi diese Antizipation gibt, also dieses schöne Fühlen, diese Vorfreude, die du auf Knopfdruck super intensiv bekommst durchs Rauchen. Was passiert ist jetzt? Dein Körper sagt, ich muss jetzt irgendwie entgegenwirken, weil ich ansonsten mein Belohnungssystem nicht mehr aufrechterhalten kann, weil wenn ich jedes Mal so stark reagiere auf diesen Nikotinreiz, dann kann der gar nicht mehr konkurrieren mit anderen Reizen. Also jeder andere normale Reiz, den ich brauche, um zu überleben, der kann nicht mehr standhalten mit dem Nikotin. Du bekommst weitere Rezeptoren. Dein Körper baut weitere Rezeptoren, kannst dir vorstellen wie so ein Regler. So funktioniert Toleranz. Also das ist die Toleranzentwicklung. Es kommen immer mehr neue Rezeptoren dazu und du musst immer mehr Nikotin
geben, damit du denselben Effekt erzielst. Das ist bei fast jeder Droge so und das ist auch bei Verhaltenssüchten so. Das führt zu diesem eskalierenden Konsum. Das Problem ist aber, dass über diesen langfristigen Umbau die Konkurrenz zu anderen normalen Reizen verloren geht. Deswegen beobachtet man beispielsweise, dass das Leute, die rauchen, Disziplin verlieren und auch Motivation auf lange Zeit niedriger wird. Kurze Unterbrechung, Freunde. Und zwar wird dieses Video gesponsert von Blinkist. Unten in der Beschreibung habt ihr einen Link, da bekommt ihr 20% auf ein Blinkist-Abo. Was ist Blinkist? Auf Blinkist könnt ihr zusammengefasste Bücher bekommen. Ihr habt eine gigantische Bibliothek, wo ihr das entweder euch durchlesen könnt oder ihr könnt es euch anhören. Und ihr braucht euch hier keine Sorgen machen, das sind wirklich ausgewählte, sehr, sehr gute Bücher, wo ich mir auch selber sehr viel Inspiration rausziehe und aus dem über den Tellerrand hinausblicken kann. Also der ein oder andere wird dann fragen, ja, ist das jetzt irgendwie bastardisierte Information, die jetzt einfach nur kurz runtergebrochen wird und wie kann man ein Buch von 500 Seiten zusammenfassen auf zum Beispiel irgendwie 12 oder 13 Minuten Hörzeit. Genau dort liegt die Kunst, diese komplexen Gedanken, die Einfachheit und die Klarheit darin zu isolieren, sie zu erkennen, euch verfügbar zu machen, weil das ist ein Impuls für euch, wo ihr ganz klar Zusammenhänge bereitgestellt bekommt, wie eine komprimierte Datei und damit könnt ihr arbeiten. Das ist was sehr, sehr, sehr Schönes. Ich bin aber extrem dankbar, dass Blinkist sowas supportet und deswegen zeigt den Freunden dort gerne ein bisschen Liebe, klickt auf den Link, guckt, ob das Produkt vielleicht für euch in Frage kommt, aber so von der Philosophie her und so weiter habe ich sowas in meinem Leben selten erlebt, dass jemand, mit dem man zusammenarbeitet, so eine ähnliche Sicht auf die Dinge hat. Das ist was sehr, sehr Besonderes, weil es ist alles andere als offensichtlich, sowas zu monetarisieren. YouTube wird das nicht monetarisieren. Ich werde kaum Werbung schalten können auf das Video, was mich nicht stört. Glaubt mir, also so ein Content, dass ihr so ein Content bekommt, das ist nicht selbstverständlich. Da müssen im Hintergrund viele Dinge stimmen. Ja? Jeder Mensch hat andere unterschiedliche Gründe, wieso er anfängt zu rauchen. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Ich bin so ein ängstlicher Raucher. Ich rauche für Entspannung. Und das ist der Grund, den die meisten Raucher auch angeben, ist, dass es stresslindernd wirkt und sie entspannt. Psychiater würden sagen, das ist Selbstmedikation, man kann das auch so nennen. Das Problem ist jetzt hier aber, dass du einen Stressbewältigungsmechanismus lernst, der nicht nachhaltig ist. Stellt euch das vor wie in einem Computerspiel. Du hast jetzt einen Experience Bar, also XP sind hier oben, dann hast du einen HP Bar hier und dann hast du noch einen Mood Bar. Beim Rauchen ist das so, du zahlst mit Gesundheit, verlierst 100 HP, hast aber eine Million, deswegen fällt dir das nicht auf. Deswegen scheiß drauf, Alter. So, Hauptsache, die Mood geht auch hoch, ne? Also die Stimmung geht sehr, sehr stark hoch, aber du kriegst keine XP. Und das ist dein Belohnungssystem. Dein Belohnungssystem ist dafür da, dass deine Stimmung hochgeht, aber auch dein XP-Balken hochgeht. Du mehr Erfahrung sammelst in der Welt und besser wirst. Ja, deswegen verwechseln wir das auch mit einer Gewohnheit, weil es derselbe Mechanismus ist darunter, aber es ist eine Erkrankung, dieses Mechanismus über Drogen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil du dann auch schlechter wirst, neue Dinge zu lernen. Vor allem bei jungen Leuten ist das Rauchen wirklich katastrophal, weil in dieser Entwicklung des Nervensystems bereits dieser Drogenreiz kommt und euer Hirn ist wie Zement, der nie wirklich trocknet. Hier führt ihr aber dazu, dass gewisse Bahnen sehr, sehr schnell härter werden, als sie können. Und dann ist das Aufmischen des Zementes sehr, sehr schwierig. Und das ist der Entzug von Nikotin. Und der ist wirklich eine Katastrophe. Das kann für ganz viele Leute super, super hart werden. Für mich war das auch Katastrophe teilweise. Und diese Verwechslung von dem Stressvermeidungsmechanismus führt dazu, dass Leute quasi sagen, ich entspanne mich. Und sie verwechseln hier Stressvermeidung mit Entspannung. Weil du rauchst und die Leute sagen dann, oh ja, jetzt fühle ich mich entspannt, weil ich habe sofort diese verlässliche Wirkung. Und dadurch verlernst du gleichzeitig andere Strategien, wie du selber deine Stimmung regulieren kannst. Das ist der Grund, wie 50% der Leute wollen aufhören mit dem Rauchen von den Rauchern und die anderen 50% wollen nicht aufhören mit dem Rauchen. Warum? Weil sie denken, dass wenn sie aufhören mit dem Rauchen, ihre Stimmung noch schlechter wird. Ja? Also sie denken, dass sie den Stress nicht mehr handeln können, weil sie subjektiv diesen ganzen Stress fühlen auf sich. Aber nicht verstehen, dass der Stress durch die Zigaretten kommt und durch das Nikotin. Und vor allem durch diese lange Zeit, wo sie noch ihr Belohnungssystem umgebaut haben. Das heißt, sie sind sehr viel empfänglicher für Stress, weil sie immer diesen Teufelskreis haben von, sie spüren immer mehr Stress, weil sie sich immer mehr Stress aussetzen über die Zigaretten und dann immer weiter zurückziehen, ja, und immer empfindlicher werden für Stress. Es ist wie ein entgegengesetztes Training. Wenn du das nicht trainierst, dich nicht gezielt Widerständen in deinem Leben aussetzt, dann wirst du, sorry, dass ich das so sage, du wirst zum Weichei. Und Stress wird dich ficken. Du wirst nicht mehr klarkommen damit. Und die Antwort wird nicht sein, immer mehr Zigaretten zu rauchen darauf. Weil das merken dann die anderen 50% der Raucher, die dann irgendwann merken, irgendwie funktioniert das Ganze nicht mehr. Jetzt aber, bevor wir zu der Strategie kommen, Freunde, ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Das ist keine Frage eures Willens. Es ist wirklich extrem schwierig, mit dem Nikotin aufzuhören. Tabakunternehmen, die Zigaretten herstellen. Dort sind Wissenschaftler, die wie bei einem Auto, wie bei Mercedes sagen die, okay, oder bei Porsche, wir müssen jetzt, unser 911 muss nächstes Jahr mehr Leistung bringen, der muss mehr PS haben und der muss leichter sein, damit der schneller beschleunigt. Die gehen her und sagen, okay, wir wollen Stammkundschaft haben. Was ist der stärkste Mechanismus, über den wir Leute süchtig machen können? Es ist einerseits
die Zeit zwischen Konsum und Wirkungsentfaltung. Hier machen die Dinge wie, sie verändern den pH-Wert vom Rauch und gleichen ihn an deine Lungenalveolen, damit der Stoffwechsel noch schneller passiert und damit du 2 Sekunden schneller dann beispielsweise die Anflutgeschwindigkeit hast und noch schneller die Wirkung spürst, weil dann die Reaktion auf dein Belohnungssystem noch schneller ist und die Suchtentwicklung noch schneller passiert. Ja? Und dann die anderen Sachen sind, soll intensiver wirken, deswegen sind zum Beispiel auch Antidepressiva und MAO-Hämmer beigemengt. Das ist quasi damit im präsynaptischen Spalt die Verfügbarkeit von Nikotin höher ist. Das heißt, dass quasi Nikotinmolekül öfters Rezeptoren andocken kann. Also es ist intensiver und langanhaltender, der Effekt vom Nikotin. Das heißt, das könnt ihr euch wirklich wie Ingenieure vorstellen, die diese Zigarette immer weiterentwickeln, damit ihr noch schneller süchtig werdet. Und das ist super, super wichtig zu verstehen. Versteht ihr, dann müsst ihr euch auch nicht selber dafür fertig machen, dass ihr raucht oder so. Das ist wirklich, und auch andere Leute vielleicht, die jetzt das gucken und Leute dafür fertig machen, dass sie rauchen, glaubt mir, das ist wirklich, wirklich geistesgestört, wie krass diese Leute, also ich will niemanden verurteilen gerade, aber das ist eine sehr, sehr, sehr fragwürdige Geschäftspraktik. Und ich will euch jetzt erklären, welche Strategien ihr verwenden könnt, um das zu besiegen. Und es ist wirklich nicht leicht. Stellt euch auf etwas, es wird scheiße, vor allem für die Leute, die aus Angst rauchen. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Hirnerkältung, den Entzug. Und hier denken viele Leute, dass es ihnen nachhaltig schlechter gehen wird, weil sie denken, dass der Entzug für immer geht. Sie wissen nicht, dass es ihnen scheiße geht wegen dem Entzug, sondern sie denken, dass ihnen durch die Zigaretten besser geht. Und das ist einer der größten kognitiven Fehler, also wirklich einer der größten Gedankenstrukturen, also eine der fehlerhaftesten gedanklichen Strukturen, die man aufbauen kann. Also in der Therapie würde jetzt dir ein Arzt erklären, warum das falsch ist, das, was du denkst. Und das ist einer der Haupthebel, den Ärzte anwenden, also auch Psychologen, damit sie Leute vom Rauchen wegbekommen. Weil dieser Gedanke ist A, falsch. Und B, es ist der Gedanke, der dich davon abhält, überhaupt darüber nachzudenken, mit dem Rauchen aufzuhören, weil du dich verliebst in die Zigarette. Und jetzt erkläre ich euch, wie dieser Prozess passiert. Du rauchst in Gesellschaft, du gewöhnst dich daran und du gewöhnst deinen Körper daran, auch dein Belohnungssystem und dein Nervensystem daran, dass du zu gewissen Zeitpunkten rauchst. Das heißt, du und ich, wir machen jetzt eine 5-Minuten-Pause, wir gehen jetzt rauchen. Und dann assoziiere ich diese 5-Minuten-Pause mit der Alicia, assoziiere ich dann als, das ist jetzt ein schönes Ereignisse in meiner Erinnerung, ja, weil das ist etwas, woraus wir eine Gewohnheit gemacht haben. Jetzt ist aber das so, dass in deiner Erinnerung so abgespeichert wird, dass diese emotionale Valenz, nennt man das, also dieses schöne Gefühl, was entsteht durch eigentlich, dass ich zum Beispiel mit einem anderen Menschen rausgehe und gemeinsam Pause mache mit dir und ein Gespräch habe und die Zigarette eigentlich nur der Vorwand ist, wieso wir rausgehen, falsch abgespeichert wird. Es ist wie bei Gerüchen. Du riechst auf einmal irgendwie deinen Ex-Freund oder das Parfüm deiner Ex-Freundin und auf einmal kommen ganz starke Erinnerungen in deinem Kopf hervor. So was Ähnliches passiert mit Drogen. Und zwar werden Erinnerungen fehlerhaft abgespeichert. Hier, was passiert ist, es wird so abgespeichert, dass du denkst, also dass du dich so scheinst daran zu erinnern, dass dieses Ereignis überhaupt erst geil war wegen der Zigarette. Deswegen fühlt es sich für viele Leute so an, als wäre das Nikotin wie nicht nur wie ein Medikament, sondern ein Freund. Ja, es ist wie eine Trennung, die du gerade machen musst. Es ist etwas, ein ganz tiefer Bestandteil von dir und deinem Charakter, von dem du dich trennen musst. Deswegen ist es für viele Leute so schwer loszulassen, weil es deine Erinnerungen manipuliert. Ja, das ist ja nicht so. Deine Erinnerungen werden nur nach dem stärksten Reiz abgespeichert in diesem Fall. Und das ist die Zigarette. Das Weitere, was ich euch nehmen muss, bevor es weitergeht an die Strategie, ist dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ihr werdet durch diese fehlerhaften Erinnerungen, werdet ihr eine falsche Nostalgie aufbauen. Ihr werdet diese Vergangenheit romantisieren mit der Kippe und ihr werdet denken, fuck, dieser Entzug, also so wie ich mich gerade fühle während diesem Entzug, diese eine Woche, es ist eine Woche, ja. Während dieser einen Woche werdet ihr euch katastrophal fühlen und ihr werdet denken, dass diese Woche ihr euch euer Leben lang so fühlen werdet. Ihr werdet euch hoffnungslos fühlen und ihr werdet denken, dass das immer so sein wird. Und diesen Gedanken will ich euch nehmen, es dauert circa, also das Schlimmste ist nach 3 Tagen vorbei und die zweite bisschen nervige Welle ist nach einer Woche vorbei und die dritte, letzte schlimme Welle, also nicht schlimme, aber nervige Welle ist nach einem Monat vorbei, beziehungsweise 2 Wochen. Ja? Und ich werde euch gleich die Timeline genau erklären. Aber hier, Freunde, ist wirklich, macht euch hier keine Gedanken, das wird nicht ewig dauern. Aber es fühlt sich hoffnungslos an und ich kenne das Gefühl, ich weiß, man denkt, fuck, ich muss jetzt für immer aufhören zu rauchen. Deswegen ist jetzt hier die Challenge, ihr werdet nur eine Woche aufhören zu rauchen. Warum werdet ihr nur eine Woche aufhören zu rauchen? Weil ihr euch dann im Kopf dieses Hintertürchen offen lasst, es ist keine permanente Trennung, es ist nur eine Challenge. Ich beweise mir selber, dass ich aufhören kann zu rauchen für eine Woche. Und danach, wenn du möchtest, kannst du ja wieder anfangen zu rauchen. Das heißt, du hast dieses Hintertürchen offen und es fühlt sich nicht, du hast nicht diese für immer Gedanken, diese Permanenzgedanken, weil das ist das, was viele Leute abhält, davon überhaupt einen Stoppversuch anzufangen.
Und nach einer Woche wird es aber so leicht für dich sein, aufzuhören damit und zu sagen, fuck, ich brauche es eigentlich gar nicht. Und ich fühle mich schon wesentlich besser und ich spüre den Fortschritt. So, du hast jetzt deinen Primär- und deinen Sekundäreffekt. Das ist, kann man wie so eine kleine Symmetrie verstehen. Das heißt, du rauchst und welche positiven Effekte haben wir? Wir haben einmal dieses gesteigerte Konzentrationsvermögen. Wir sind schärfer im Kopf und schneller. Wir haben nochmal diesen Entspannungseffekt. Ja? Wir sind schärfer und entspannt. Also so ein sehr, sehr cooler Effekt eigentlich zusammen. Und dieser Effekt, den wirst du umgekehrt haben im Entzug. Und dann, wie fühlst du dich? Das sind die Symptome des Entzugs, damit ihr die zuordnen könnt, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und zwar ist es einmal, ist es Angst. Das ist bei mir sehr, sehr stark gewesen. Ich hatte auch teilweise Panikattacken, zwei Stück, als ich aufgehört habe zu rauchen. Also so nach Tag 2 und 3, weil da die Ängstlichkeitswerte nach oben schießen. Das heißt, an Tag 2 und 3 werdet ihr sehr viel ängstlicher sein. Und wenn ihr wisst, ah, das kommt von der Zigarette und es ist nicht irgendetwas Ungewisses aus eurer Umwelt, was euch den Kopf fickt und ihr auf einmal sagt, fuck, ich kann diesen Stress gar nicht ertragen, ihr werdet sehr viel empfänglicher sein für Stress in dieser Entzugsphase. Und dann werdet ihr auch ein bisschen depressiver sein. Das heißt, eure Stimmung wird wesentlich schlechter sein. Ihr werdet sehr viel gereizter sein. Alter, was ich schon für Situationen hatte mit meiner Mutter, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester oder mit euch, teilweise mit Mitarbeitern, wenn ich aufgehört habe zu rauchen. Ich habe euch allen gesagt, ich habe jetzt aufgehört zu rauchen, Freunde. Mir geht's scheiße. Ich bin gereizt. Nur, dass ihr wisst, fühlt euch nicht gestresst dadurch. Und es nimmt mir nochmal Stress weg, weil ich weiß, dass ich mit dir keinen unnötigen Streit anfangen werde. Sondern du weißt, okay, wie habe ich zu reagieren auf diesen Menschen. Deswegen ist es wichtig, das zu seinen Freunden zu kommunizieren. Jetzt aber die Frage, was bekommt ihr dafür? Ne, weil du tauscht ja, du hast ja Kosten jetzt und sagst, ich muss jetzt hier durch diesen Entzug durch und wieso zum Fix soll sich dieser Entzug überhaupt für mich lohnen? Weil du langfristig, sobald dieser Entzug vorbei sein wird, wesentlich besser dich fühlen wirst, wesentlich besser dich konzentrieren kannst, wesentlich motivierter sein kannst, wesentlich disziplinierter sein kannst und sehr, sehr viel mehr Selbstbestimmung über dein eigenes Leben wiedererlangst und dich nicht nur viel besser fühlst, hohl, sondern auch viel mehr aus deinem Leben machen kannst. Und ich rede noch nicht mal über die durchschnittlichen 20, 25 Jahre Lebenserwartung, die dich das Rauchen kostet. Ne? Also ich rede jetzt noch nicht mal über diesen ganzen Herzinfarkt, Krebsgeschichten und so, die sind katastrophal. Aber damit kannst du keinen Menschen locken, weil wir nicht so weit in die Zukunft schauen können. Euch interessiert, was kann ich psychisch haben? Weil der Tausch ist psychisch. Du tauschst bessere Laune für weniger Gesundheit und sagst, ha, YOLO-Kalkül, ich fühle mich heute besser und was morgen ist, da schaue ich dann halt mal. Aber ich will dir sagen, schau auf übermorgen und du wirst viel, viel mehr bekommen als du durch das Rauchen bekommst, weil es dich viel, viel mehr kostet, als du kriegst. Also das Ganze auch gemessen worden, also Ängstlichkeitswerte, Depressivitätswerte und all diese Sachen sinken und du schaffst dir auch viel mehr Raum, dass du in deinem Kopf neue Coping-Strategien überhaupt entdecken kannst, also beispielsweise Sport. Jetzt sagen Leute, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt, dann sage ich euch einfach nur, okay, dann gucken wir uns mal einen Graphen an. Wie sich das entwickelt, wenn Leute anfangen zu rauchen und Top-Sportler sind, dann ist die Dropout-Rate aus dem Sport, dass sie weniger Sport machen, weniger gut Sport machen, die steigt mit der Zeit an. Ne? Natürlich passiert das nicht alles in den ersten 6 Monaten, wo die Leute immer diese romantische Verliebtheitsgefühl haben zu ihrer neuen Droge, weil es kickt und toll ist. So. Das bedeutet, diese falschen Ansichten, das ist ganz wichtig gewesen, diese letzten 20 Minuten gerade, die ich hier gezogen habt, oder 10 Minuten, je nachdem, wie auf was wir es cutten, ist, dass sich diese falschen Ansichten, die ihr in eurem Kopf habt, die euch davon abhalten, einen Stoppversuch überhaupt in Angriff zu nehmen und das Wieso dahinter zu entdecken, aus dem Weg zu schaffen, damit ihr jetzt frei seid für das Nächste, für die Strategie. Wie genau setzt ihr es um, damit ihr in einer Woche aufhört zu rauchen? In einer Woche rauchfrei seid, ohne unnötigen Kopfweg und all die Steine, die man sich unnötig in den Weg legen kann, damit man wieder anfängt mit dem Rauchen, also einen Relapse hat, will ich euch erklären, wie ihr hier die Wahrscheinlichkeit maximiert. Also ich erkläre es euch anhand von mir. Das allererste, was ich bei mir gemerkt habe, ist, ich muss mir ein Datum setzen. Das heißt, ich muss mir ein Datum setzen und ich muss alle anderen Leute in Kenntnis darüber setzen, dass ich aufhören werde zu rauchen. Warum? Ich habe es häufig auch einfach verheimlicht. Warum? Ich bin ein Typ in der Öffentlichkeit und ist ja klar, dass ich das jetzt niemandem erzählen will, dass ich rauche, weil ich bin das Idol, also ironischerweise für Fitness und Gesundheit und bliblablub. Ja. Deswegen habe ich das immer heimlich gemacht. Keiner wusste, dass ich rauche. Dann habe ich halt später aber gesagt, gut, ich habe dann heimlich ein paar Mal versucht aufzuhören zu rauchen, hat dann auch gut geklappt. Dann aber über ein paar Jahre habe ich dann mal wieder angefangen, eine und dann kommt das wieder. Ne? Deswegen ist jetzt hier auch das wichtig. Gebt nicht auf nach eurem ersten Versuch, weil wenn ich euch sage, im Schnitt dauert es 7 bis 11 Versuche oder manche brauchen auch 4, das ist unterschiedlich, ist es wichtig, weil man diese Erfahrungswerte sammelt über jeden Stoppversuch.
Und was ich hier gesehen habe, ist, ich muss mir ein Datum setzen und ich muss mir hier Urlaub nehmen in dieser Zeit. Wenn du dir etwas wie Urlaub nimmst, dann kannst du die Umweltumstände, die dazu führen, dass sie deine Stimmung destabilisieren, weil du weißt, du bist in dieser Woche, bist du in einer Phase in deinem Hirn, wo du weißt, dass jeder Umweltumstand, der eigentlich gar nicht dramatisch ist, bei dir katastrophale Konsequenzen im Kopf haben kann. Das heißt, du wirst super ängstlich, super depressiv und du reagierst sehr, sehr, sehr sensibel auf jeden Scheiß, der passieren kann. Und es kann immer Scheiße passieren. Wenn du dir Urlaub nimmst, dann kannst du aktiv entspannen und du kannst wirklich wieder so ein bisschen Gestaltung in dein Leben reinbringen. Das heißt, das ist dann so eine Art, ich nenne das immer aktiver Urlaub. Du nimmst Urlaub, machst den ganzen Kack, den du machst, nicht sonst, sondern du sagst jetzt, gut, ich habe jetzt Zeit für Sport. Mein einziger Job heute ist zum Beispiel, nicht zu rauchen und Sport zu machen. Ich kann essen, was ich will, ich kann mich treffen, mit wem ich will und so weiter und so fort. Das ist das, was ich dann angefangen habe zu machen. Und ich sage es euch, das funktioniert sehr, sehr gut. Weil du sagst, ich tausche das Rauchen gegen Sport und sonst mache ich, was immer ich will. Ich habe keinen Grund, weil dann kannst du dich auch ein bisschen drauf freuen. Ja? Weil sonst könnt ihr auch den klassischen Jugo-Weg gehen, den ich auch gerne gehe. Ne? Also so der Ostblock-Weg ist ja, wir Ostblock-Leute, wir romantisieren ja gerne Leiden. Ja? Wir geiseln uns gerne selber und machen uns alles unnötig schwer. Habe ich auch gerne gemacht. Und zwar in Form von, dass ich freitags immer aufgehört habe zu rauchen. Es ist eine Sache, die ist am Anfang schwieriger, aber die ist nach hinten raus sehr intelligent. Wieso? Immer in diesen Zeiten, wo ihr raucht und wann ihr raucht, werden Cravings kommen. Das heißt, das ist das, wenn du jetzt anfängst zu sagen, da kommt einfach ein tiefer Impuls, wie so ein ultra starker Juckreiz, super schlechte Emotionen, wo du weißt, ein Zug an einer Zigarette löst all diese Probleme, die du gerade hast. Das ist ein Craving. Und das Erste, was ihr euch hier verinnerlichen müsst, ist, die Halbwertszeit von einem Craving ist, wenn ihr gut seid, dauert circa 2 Minuten. Das bedeutet, wenn ihr nicht auf diesen Gedanken eingeht, das können Leute, die viel meditieren oder auch gut Sport machen, also sich gut im Griff haben im Kopf, kriegen das hin. Das heißt, du identifizierst dieses Craving direkt als einfach nur sinnlosen Gedanken. Okay, das ist jetzt hier, das ist jetzt, ich leide jetzt 2 Minuten, ich weiß, danach ist das vorbei und dieser Juckreiz geht weg. Also dieses intensive Verlangen, was aus dem Nichts kommt und raucht. Jetzt Leute, die nicht meditieren oder nicht so wirklich das bewerten können, die nicht wissen, woher das kommt, die sagen, fuck, aus dem Nichts kommt gerade dieses intensive Gefühl, diese intensive, ekelhafte, schlimme Emotion, diese Ängstlichkeit, diese schon fast Panik und ich weiß aber, dass ich mit der Zigarette besänftigen kann. Und dann denken die darüber nach und dann fragen die sich, wird das immer so sein? Wann geht das endlich weg? Wie mache ich, dass das weggeht? Anstatt zu wissen, dass dieses Gefühl von alleine weggeht. Und wenn du weißt, dass es von alleine weggeht, dann machst du nicht den Fehler, dass du dieses Gefühl künstlich aufbläst. Weil dann machst du aus einem Gefühl, was eigentlich eine Halbwertszeit haben kann, von minimal 2 Minuten, bläst du das auf eine Halbwertszeit von 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Dann machst du es unerträglich, weil die werden ja immer wieder kommen. So. Und der Erfolg wird sein, dass du merkst, dass die immer in weiteren Abständen kommen, diese Cravings, dieses Verlangen nach dem Rauchen. Und sie immer weniger intensiv sind, also immer weiter verblassen. Ja, dasselbe Prinzip wie mit einer Ex-Freundin oder einem Ex-Freund. Ihr geht auseinander und du wirst immer seltener das Verlangen haben. Und hier kannst du natürlich trauern und so weiter und so fort, aber eine Zigarette brauchst du nicht hinterher trauern, wirklich nicht. Wenn ihr das versteht und so die Halbwertszeit minimieren könnt von diesen Rauchimpulsen, ich sag's euch, wow, dann habt ihr nicht nur fürs Rauchen eine wichtige Sache fürs Leben gelernt, sondern für viele andere Sachen, weil ihr werdet bei vielen Sachen merken, oh, Gedanken haben eine Halbwertszeit und Gedanken kommen von außen und ihr wisst, woher kommt dieser Gedanke, rauchen zu wollen. Und das ist nichts, was ihr nicht kontrollieren könnt und einfach euch besetzt, also ne, wie so ein Dämon, der euch besetzt und ihr könnt euch nicht wehren dagegen. Ihr könnt euch wehren. Ja? Einfach nur mit Aufmerksamkeit und eurem Verstand. Wieso freitags? Nachdem ihr analysiert habt, wann und wo ihr raucht, wisst ihr, wann und wo diese Cravings kommen. Also ein Teil der Ursache, dass sie kommen, den kennt ihr jetzt. Ah, ich zum Beispiel habe gerne beim Zocken geraucht, ja, daheim. Dann habe ich gemerkt, fuck, immer wenn ich jetzt zocken gehe, dann war ich so, zocken wird nicht mehr das Richtige sein. Dasselbe, so wie mit diesem sozialen Beispiel von vorhin. Alter, Digga, ich brauche die Zigarette einfach zum Zocken, weil das ist meine Belohnung, wenn ich reinkomme, ich mache die Ziese an und ich freue mich unnormal aufs Zocken und es wird übel geil. So, das war scheiße. Ich wusste, fuck, ich habe es dann so weit gebracht, dass ich mich ferngehalten habe von diesem Gefühl. Also ich habe nicht gezockt. Ich habe sogar noch das Zocken gleichzeitig aufgehört, damit ich nicht die Verlockung habe. So, dann hat sich das bei mir zum Beispiel verlagert, weil ich dann gesagt habe, ich werde nie wieder daheim rauchen, ich werde nie wieder morgens rauchen, damit ich dann, ne, als ich dann quasi diese Relapses hatte, wo ich dann gesagt habe, ich rauche jetzt wieder, habe ich das
immer verlagert, nicht mehr morgens rauchen, sondern immer nur maximal 3 Kippen abends rauchen, war bei mir dann so. Und ich habe mir so ein Kontingent gesetzt, weil ich wusste, dann kann ich leichter aufhören. Dann werde ich nicht diesen ultimativen Abfuck haben im Aufhören. Und was jetzt passiert ist, ist, dass ich weitergegangen bin und dann am Wochenende immer mit Freunden geraucht habe, wenn ich dann mit denen irgendwie spazieren gegangen bin oder irgendwo weggegangen bin. Das heißt, ich habe immer versucht, das Rauchen nicht an den Ort zu koppeln, habe es dann aber an die Aktion spazieren gehen mit Freunden zum Beispiel am Wochenende gekoppelt. So, und dann gemerkt, fuck, ich höre jetzt auf zu rauchen. Bei vielen ist das ja so, ihr trinkt und raucht am Wochenende und am Wochenende ist diese soziale Gelegenheit ist zum Beispiel also repräsentativ dafür, der Tag, an den ihr auswählt, ist da, wo die Cravings am stärksten sein werden. Also auch in Zukunft. Wieso? Weil wenn ihr das unter dem maximalen Schwierigkeitsgrad bekämpft, ne, ganz am Anfang, dann wird es euch später viel, viel leichter fallen. Weil das erste Wochenende war für mich immer der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich habe es jetzt eine Woche geschafft, jetzt kriege ich es hin. Falsch. Das ist der Zeitpunkt, wo die meisten Leute wieder anfangen mit dem Rauchen. Nachdem sie denken, ah, ich habe es ja unter Kontrolle bekommen. Und dann fangen sie wieder an und hören nicht mehr auf. So. Deswegen habe ich freitags angefangen aufzuhören. Dann hatte ich Freitag und Samstag mit den Freunden unterwegs gewesen und die rauchen vor mir. Und ich habe mir also alle Sachen, die Cravings auslösen, direkt in den ersten 2 Tagen gegeben und danach wurde es viel leichter. Und dann war nach Tag 3 war wirklich alles entspannt. Das war mein letzter Versuch, wo ich aufgehört habe zu rauchen. Das war echt, die ersten 3 Tage waren Katastrophe, aber danach war es echt entspannt. Dann, wenn ihr Probleme habt mit dem Schlafen, viele Leute haben Probleme mit dem Schlafen während dem Rauchentzug, nehmt Melatonin. Nehmt 2 Milligramm Melatonin, könnt ihr überall euch holen und dann werdet ihr da nicht so diesen Drang zum Beispiel haben, diese Kippe vorm Schlafen gehen oder so. Dann wird es euch viel, viel leichter fallen, einzuschlafen. Würde euch auch helfen, wenn Leute Probleme haben mit dem Pennen beim Kiffen, by the way. Das Melatonin. Also Melatonin ist quasi das natürliche Schlafhormon, das ihr habt, das quasi gebildet wird, ist sozusagen Sensor von wie viel Licht ist gerade da. Deswegen haben so viele Leute Schlafprobleme, weil ihr ganze Zeit blaues Licht habt, wie zum Beispiel eure Handys und so weiter und so fort. Und wenn ihr das weglasst und es dunkel, dann werdet ihr natürlich müde. So könnt ihr das einfach nehmen und es ist auch nicht gefährlich oder bedenklich, das zu nehmen. Es ist wirklich Top-Sache, das Melatonin. Dann müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr gerade einen Entzug durchmacht und euch nicht verurteilen für die ganzen Emotionen, die ihr haben werdet. Ihr werdet quasi am ersten Tag, ist es bei mir so, der ist relativ ertragbar noch. Ihr müsst immer Sport machen, ganz wichtig, jeden Tag Sport machen während dem Entzug. Entweder Ausdauersport, spazieren gehen oder Kraftsport, aber dann werdet ihr merken, Ausdauer und Kraftsport wird euch helfen. Wieso? Weil ihr dort Neurotransmitter ausschüttet, die euch erstmal den Entzugsprozess beschleunigen und sehr, sehr stark mildern. Das heißt, es wird euch sehr, sehr viel besser gehen nach dem Sport. Die Cravings werden viel, viel weniger und das Verlangen nach dem Rauchen wird viel, viel weniger. Deswegen macht Sport. Es wird sehr, sehr schwierig sein, seinen Arsch hochzubewegen, weil ja der Entzug auch dadurch gekennzeichnet ist, dass ihr motivationslos seid und dass auch euer Konzentrationsvermögen und eure Wachheit geringer sind. Ja? Also eure Wachheit steigt ja durchs Rauchen kurzzeitig. Auf lange Zeit sinkt sie ab, weil euer Körper immer weniger belastbar wird. Ne? Ich meine, ihr fickt ja euren ganzen Körper mit dem Rauchen, deswegen werdet ihr immer mehr Brain AFK und träge und weniger wach. Aber wenn ihr Sport macht, steigt das wieder sehr, sehr stark. Und das ist das, was zum Beispiel mich am meisten stört, ist, ich bin, wenn ich aufhöre, die ersten 2 Tage super, super müde. Ich kann mich weder konzentrieren, noch habe ich irgendeine Form von Antrieb. Ich kriege mich noch ins Training geschleppt, aber so großartig Lesenkomplex oder so schaffe ich maximal 20% von dem, was ich normalerweise schaffe. Und das nervt richtig, richtig krass. Aber hier nochmal wissen, das kommt einfach nur davon. Und ihr müsst das gar nicht mit Koffein oder so bekämpfen, sondern pennt auch einfach viel mehr. Deswegen dieser Urlaub. Ihr könnt pennen, so viel ihr wollt und dann seid ihr auch ausgeruht und der Schlaf hilft euch dann auch nochmal, dass das Ganze sich schneller regeneriert. Das nächste, was kommen wird, dann ist so Tag 2 und 3, ist die Ängstlichkeit, ist, dass ihr irgendein Kack wird passieren, definitiv. Selbst wenn ihr einen komischen Gedanken habt, von alleine werdet ihr merken, dass ihr viel, viel negativer über die Welt nachdenkt und euch viel, viel schlechter fühlt. Dann hier müsst ihr einfach nur sagen, da muss ich durch, das geht jetzt 2 Tage und dann wird das schon besser. Deswegen involviert die Leute mit ein und versucht, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen und euch immer zu vergegenwärtigen. Das ist einfach nur wegen dem Entzug, den ich gerade durchmache. Und das Letzte ist, sind so Sachen wie noch Kopfschmerzen, die sind ganz easy. Das kommt, das wird Tag 2 und 3 sein. Lest euch gerne mal eine Symptomliste durch. Ich blende euch hier eine Symptomliste ein, dann könnt ihr das sehen, weil dann könnt ihr zuordnen, vielleicht hat Tim jetzt etwas nicht genannt, weil ich erzähle euch von mir. Ich hatte natürlich nicht die gesamte Symptomliste. Und zweite Sache ist auch klar, ich habe keine Packung am Tag geraucht. Das heißt, Leute, die eine Packung Zigaretten am Tag rauchen, die werden natürlich intensivere Entzugserscheinungen haben. Aber wenn ihr all diese Faktoren identifiziert, wann kommen Cravings, wie kann ich sie gedanklich bewerten, wie kann ich sie unnötig nicht so lange aufrechterhalten und in welcher Zeitspanne in dieser Woche, ja, Tag 1, ist nervig, wenn du Sport machst, geht's easy. Ja, dann wirst du nur vorm Pennen gehen wahrscheinlich noch eine rauchen wollen. Dann wirst du Tag 2 wird
richtig, richtig anstrengend, weil du aufstehst und du bist läscht, du hast einfach keine Energie und fragst dich, woher kommt das? Aber wenn du weißt, du kannst chillen und hast gerade deinen Urlaub, dann ist es entspannt. Und Tag 3 wird auch nochmal eine Vollkatastrophe sein. Du wirst genervt sein, du wirst aggressiv sein, du wirst richtig abgefuckt sein. Aber ab dann merkst du, wie es alles viel weniger wird. Und nach einer Woche wirst du easy sagen, ich kann entspannt ohne Zigarette. Und nach einem Monat hast du dann auch noch alle Cues, die so links und rechts kamen, weg. Und dann gibt es nur noch eine einzige Sache, die du beherzigen musst. Mach nie wieder eine Kippe an. Weil das ist der Dominostein, der ganz schnell, weil das sind latente Netzwerke in deinem Hirn, die gehen nicht weg. Die bauen sich sehr, sehr langsam ab. Du wirst sehr, sehr schnell wieder im Laufe von einer Woche bis zwei deine volle Funktionsfähigkeit erreichen. Und sogar bis zu einem Monat, bis zu 3 Monaten wirst du sogar noch viel krasser werden, weil du Raum hast für neues Verhalten, was dein Gehirn, also diesen Zement, neu durchmischen lässt und dein Hirn neu in verschiedene Richtungen, in Anführungszeichen, wächst. Und eben dieser neuropsychologische Grundsatz, wir können mittlerweile sagen, wo im Hirn findet welche psychische Fähigkeit statt. Und wenn du die trainierst, dann wächst auch das biologische Gewebe, das Hirngewebe. Das wächst oder es wird weniger, je nachdem, ne, was für die Funktionsmaximierung zuständig ist. Und hier wird wirklich jeder Tag, an dem ihr nicht raucht, werdet ihr euer Hirn trainieren, zwangsläufig in eine bessere Richtung, in eine selbstbestimmtere Richtung, wo ihr ein erfüllteres, glücklicheres Leben führen könnt, genauso wie ihr es machen wollt und haben wollt. Und Freunde, ich sag's euch so, es ist wirklich schwierig und es ist ein gigantischer Abfuck, damit aufzuhören. Es ist eine krasse Herausforderung, aber stellt euch diese Herausforderung. Ihr werdet sehen, dass wenn ihr das schafft, damit aufzuhören, kommt danach die nächste Herausforderung und dann werdet ihr viel krassere Sachen schaffen können. Ich sag's euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein neuer Mensch daraus entstehen kann, wenn ihr aufhört mit dem Rauchen, obwohl das so banal ist. Es ist so verfügbar, wir sehen es überall. Viele Leute tun es und die scheinen zu funktionieren. Warum redet der Typ so einen Scheiß? Aber jeder von euch, der wirklich raucht, der weiß ganz genau, was ich meine und ihr werdet erst richtig wissen, was ich meine, wenn ihr diese Sucht besiegt habt und ihr seht, was für ein neuer, krasser Mensch da rauskommt. Freunde, nehmt euer scheiß Leben in die Hand und hört auf, euch zu ficken, jeden Tag weiter an der Zigarette zu nuckeln. Ist ein Schritt weiter Richtung Abgrund und jetzt ist der Zeitpunkt, das zu ändern. Setzt euch heute ein Datum, schreibt es unten in die Kommentare, wann ihr aufhört zu rauchen, erzählt es euren Freunden und macht es verpflichtend, sabotiert. Hört auf, euch weiter selber zu sabotieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe wirklich, dass ihr das beherzigt und durchzieht. Ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr genaue Fragen stellen wollt und so weiter und so fort, kommt gerne auf Twitch vorbei. Ich werde jetzt anfangen zu streamen, beziehungsweise habe schon angefangen, jetzt seitdem das Video online kommt, zwei, drei Mal schon gestreamt. Liken, kommentieren, abonnieren. Ich weiß, sind hohle Phrasen, aber damit supportet ihr das Video und auch vor allem das Thema. Deswegen würde ich mich freuen, auch wenn ich jedes Mal das Gefühl habe, ich verkaufe ein Stück von meiner Seele, wenn ich hier danach battle. Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.